Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu den ersten Division Rivals Rewards in EAFC 24. Bin schon gehypt, freue mich drauf, wie man sieht, ich bin in Division 6. Division 5 wäre eigentlich, es wäre sich ausgegangen, es wäre locker möglich gewesen, es wäre vom Spielerischen möglich gewesen, es wäre von der Zeit möglich gewesen. Ich habe gestern Abend noch gezockt und habe in einem Spiel 2 rote Karten auf einmal bekommen, da ist meine Motivation absolut im Keller gewesen. Und ich weiß bei beiden roten Karten absolut nicht, wieso ich sie bekommen habe. Da habe ich mir das ein bisschen angeschaut. Ich finde die Division 5 Rewards jetzt nicht wirklich besser als die Division 6 Rewards. Und es kommt ja Road to the Knockout Stage raus, da kommen sicher wieder spielbare Dinge in irgendeinem Cup. Da das Ganze wieder Skill-Based Matchmaking ist, ist es in Division 5 sicher nicht leichter als in Division 6. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, ich bleibe in Division 6. Und bevor wir da rein starten, wir haben ja so unter der Woche schon einige Packs geöffnet. Da waren ein paar coole Sachen dabei. Ich habe meinen ersten Doppel-Walkout gezogen mit 2 Chires drin. Und ja, das schneide ich vor rein und dann holen wir die Rewards, die Division Rivals Rewards ab. Genau, so, rein in die Packs in die ersten. Dann gehen wir hier rein. Okay, das war auch nichts. Mobbing, ZM. Arsenal, ey, ist das Ödegaard? Ja, das ist Ödegaard, aber Ödegaard ist, ey, das ist jetzt durchgegangen. Das ist durchgegangen, der Strich. Also das war nicht, da war das Symbol da und der Strich ist durch. Aber GG, Ödegaard, mein Bro, ey, freut mich, 87er Karte. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Und Berlin, ein Spieler mit Tempo dahinter. Krass, krass, krass. Hätte ich nicht damit gerechnet jetzt. Das letzte seltene Megapack, komm. Gönn was, bitte. Bitte. Deutschland. ZOM. Bayern. Musiala. Musiala, bitte. Bitte. Nein. Nein, gönn Musiala. Oh, aber besser als. Hey, Doppel-Walkout. Ich habe 2 Tanten Walkout gezogen. 2 Tanten, wo ich. Die poppt, die kenne ich sogar. Der Kriegs- und Double-Walkout und 2 Frauen. Es ist ja aber wie die Pop war aggressiv, wie sie weggeschupft hat. Aber GG. GG. Ich wollte sagen, besser als Müller. Ey, die kommt dann safe auf die Bank. Die kommt safe auf die Bank, die ist krass, glaube ich. Aber wo schaut die hin bitte beim Foto? Schielt die? Ungünstiges Foto erwischt. 1,66. 5 Sterne Skills! Okay, die kommt safe auf die Bank. Welche Positionen kann die ZM und ZM? Okay. Und Bob, ich glaube die Alexandra Kemala. Back to back Walkout. Ey, das ist auch einer, glaube ich, Kanada! Rechtsverteidiger? Wir. Kenn ich nicht. Wer ist das? Oh! Lawrence. Lawrence. Oder so. Ey, es regnet Walkout! Hat sogar gar nicht so schlechte Stats. Die kann man echt zocken. Die kann man wirklich zocken. Cool! Der ich im Draft mal gehabt, die war gar nicht so mies. Hernandez auch nice. Okay, hey krass. Kann die vielleicht linke Seite auch? Okay, schade. Wenn die linke Seite könnte, das wäre krass. 3-2-1, mit der Nase. 3-2-1 und rein da. Ich glaube, das war kein Walkout. Deutschland, ZM, Bayern, Kimmich? Ey, es war doch Kimmich! Es war doch ein Walkout! Geiles Rating, geiles Rating, aber leider mit dem Base eher nicht so spielbar, würde ich mal sagen. Aber link zu der einen, was ich gezogen habe, die was eigentlich nice aussieht. Aber nur einfacher Walkout. Aber schau mal, was dahinter ist. Ey, ich bin zufrieden mit den Bags. Real Talk, ich bin zufrieden. Bob, okay. James. Nunes.
Okay, ich habe jetzt echt ein paar krasse Karten gesagt. Pope war ist extrem stark, dieses FIFA wieder, kommt mir vor. Vor allem erst 1,99. Jungs, Ruhe. Es rappelt im Karton. 83x10. Und jetzt kommt eine richtig geil spielbare Karte raus. Eine richtig geil spielbare Karte, was instant in mein Team kommt. 3, 2, 1. Lift the nose. Ist lädt. Hallo? Okay, Versuch Nummer 2. Ich kann mein Back nicht. Jetzt geht's auf, komm! England, Kacke, Erfa. Jetzt! Liverpool, Trent? Ja, Trent! Mir wäre Walker lieber gewesen, aber Trent ist auch okay. Und dahinter ein Walker. Und okay, Stone, Smalling, Jorginho. Nee. War nicht gut. So, hier sehen wir sie da und ich habe was vergessen, glaube ich. Wenn euch das Ganze gefällt, über ein Like, Kommentar oder ein Abo, würde ich mich riesig freuen. Und jetzt gehen wir hier rein. Holen wir das Ganze ab. Und ich weiß schon, was ich nehmen werde. Warte, wie kann man das schon anzeigen? Hier, da gibt es ein Prime Gold Profi Pack, ein Jumbo Premium Gold Pack 26 und einen seltenen Profi 82 Plus. Dann gibt es das Ganze nochmal doppelt untauschbar und dann gibt es das Ganze nochmal untauschbar mit ein paar Coins. Ich werde die Option Zeit nehmen. Ich bin packsüchtig, ich will Packs sehen und vielleicht kommen ja SBCs raus in nächster Zeit. Road to the Knockout Stage hat sicher eine SBC, will ich vielleicht machen. Und deswegen gehe ich jetzt mit den Untauschbaren. Euch würde ich eher empfehlen, an jeden eigentlich die Tauschbaren mitzunehmen. Und wenn man was sieht, kann man es verkaufen. Aber ich will Packs, Packs, Packs. Und deswegen nehmen wir das hier. Da haben wir das Ganze, da sehen wir die Vision 6. Also übrigens, das Spiel, wo ich 2 rote Karten bekommen habe, habe ich unentschieden gespielt. Hätte ich mir nie gedacht. Und ja, und vor allem immer bei Elfmeter. Es sind oft Elfmeter rote Karte, wo ich mir denke, Bruder, da war doch absolut nichts. Ich habe den Spieler nicht einmal gescheit angeschaut. Aber ja, ich glaube, genug gelabert. Gehen wir rein ins erste Pack. Da ich fange mit denen an, mit den 26er Packs. Dann gehe ich hier hin und dann zu den 82ern. Und ja, 3, 2, 1, rein ins erste. Ich erkenne noch immer keinen Walker. Innenverteidiger, schade. Kein Alaba. Bayern. Ah, das ist die, wie heißt sie? Kathi. Ich glaube, Katharina heißt sie. In Vornamen. Naschenweg. Schauen wir rein. Und, ja, Katharina, da ist sie. Gutes Base hat sie. 77 als Außenverteidiger. Ah, ja, sonst ein Duplikat. Da war jetzt eigentlich irgendwie nichts. Auch hier von den Cam Styles nichts. Ja, kann ich dich abstoßen? Ja, dich kann ich abstoßen. Passt, gehen wir rein. Ich glaube, wenn ich noch einen doppelten ziehe, dann mache ich so ein 78 plus Ding. Die sind ja eigentlich gar nicht gut, aber ich mag sie trotzdem. So, dann gehen wir rein ins zweite 26er Pack. Argentinien. IV, ich glaube, das war's schon. Martinez. Oder wie der heißt? Ich glaube, Martinez, oder? Ja, Martinez. 84er Rating. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Untauschbar doppelt habe. Dahinter zwei Duplikate, da war nichts mehr. Okay, Chelsea, die Rekord hat vielleicht sogar ein bisschen was gebracht. Das ist jetzt. Okay, der ist okay. Ja, den 84er, ich stecke den in so eine 78 plus SPC schon rein. So, dann haben wir jetzt die eine 78 plus Upgrade SPC. Wahrscheinlich, ey, ich trau mich weiter, dann kommt wieder ein Doppelter raus. Das wäre so typisch, dass ich da jetzt ein paar Spieler reinstecke und dann kommt wieder so ein 78er oder 80er, den ich schon habe. Ja, gehen wir gleich in das Pack rein. Ah, ich muss mich um Gegenstände kümmern, man kennt's. Man kennt's nicht anders. Ja, komm, rein da, sehen wir gleich. Portugal, Stürmer, Reben. Das wird sein Kollege von CR7. Otavio, ein 82er. Aber ich glaube, den habe ich tatsächlich nicht. Nein, den habe ich nicht. Passt.
Dann gehen wir jetzt in die Prime Goldspieler-Packs. Ich glaube, die 82er sind tatsächlich besser, oder? Oder sind die besser? 12, 6 seltener. Da ist ein. Ich mach's abwechselnd. Ein so und so. Mit denen fange ich an, mit dem Prime Goldspieler. Nur wegen Stürmer. Haaland, Haaland, Haaland! Jensen. Sympathisches Lächeln auf jeden Fall. Ein 80er Rating, Ospina, zwei Duplikate wieder. Nein, da war absolut nichts Brauchbares dran. Koch ist austauschbar, Jota ist untauschbar. Dann ja, machen wir noch so ein 78 Plus Pack. So, da haben wir das zweite 78 Plus Pack. Ich glaube, wenn noch eins kommt, dann werde ich es abstoßen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch eins machen kann, weil ich habe gestern auch schon eins oder zwei gemacht. Aber gehen wir rein, komm. Ich werde es nie lernen. Ich werde es einfach nie lernen. Jetzt. Jetzt sind wir drin. Es wird Japan, RM. Stadrans, wird das Ito? Ja, Ito. Der hat immer irgendwie coole Special-Karten übers Jahr. Gar nicht so wenig Base mit 88, aber sonst, ja. Sonst war's das. Dann gehen wir jetzt rein ins erste 82 plus Profi-Pack. Komm. Ein Wildcard würde ich gern sehen, yay. Ich erkenne sie zwar nicht. Deutschland, ZOM, Bayern, Thomas oder wen gibt es denn da noch? Ja, Thomas, aber du bist kein Wildcard mehr. Du bist nicht mehr eine 84 mit 9. Ey, was hat denn der für Stats? Der hat eine 84er Karte und hat 3 Stats, 2 Stats unter 60, einen unter 70, einen unter 80. Okay, ja. Ja. Naja, 84er. Aber dann schauen wir rein ins letzte Prime Gold Profi Pack. Komm, ein Wildcard, einen. Italien. IV. Ich glaube, das wird nichts. Inter. Was ist denn das? Acerbi. 83er. Okay. Okay. Hagen. Gomez. Brauche ich eigentlich nicht. Nein. Ist für nix. Rainer. Ja, und den habe ich untauschbar doppelt. Ja, der kommt jetzt weg. Kann ich mir eventuell zurückholen, wenn jetzt echt irgendeine SPC kommt, wo man 83er braucht. Und dann gehen wir jetzt rein ins letzte Pack bis jetzt. Es hat sich. Ja. Hat sich super ausgezahlt, ey. Aber 3, 2, 1 mit der Nase. Rein ins letzte Pack. Und das wird England, IV, kann man schon mal wieder vergessen. Chelsea, was ist denn das? Bright, okay. 85er. Naja, ihr habt mir keinen Walkout gegönnt. Schade, auf jeden Fall, das waren die ersten Rewards. Wenn dir das Ganze gefallen hat, Like, Abo, Kommentar, da würde ich mich riesig freuen. Ich bin raus und ciao.